Hallo, herzlich willkommen bei Andreas Trienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe, bekannt auch als Mr. T. Heute zu folgendem Thema. Und zwar Thema: Können versaute Geschmacksnerven zu Übergewicht führen? Was meint ihr? Ich gebe euch mal ein bisschen ein Beispiel. Es gibt natürlich Studien, die belegen, dass zum Beispiel, wenn jetzt das Kind schon im Mutterleib über die Nabelschnur mit gewissen, natürlich die ist ja direkt versorgt, über gewissen Geschmacksstoffen eben versorgt wird, schon in der Schwangerschaft, weil die Mutter zum Beispiel viel Gesundes ist, oder die Mutter isst genau das Gegenteil, sehr viel Ungesundes, sehr viel Süßigkeiten, ist das Kind schon ein Stück weit dahin vorprogrammiert, dass sie gewisse Dinge später mal als heranwachsendes Kind, als Erwachsener bzw. auch als Kleinkind schon favorisiert. Da gibt es Studien drüber und das wurde belegt. Es gibt zum Beispiel eine tolle Studie anscheinend mit Ratten, die habe ich vor kurzem mal nachgelesen, dass Ratten eben, die schwanger waren, eben mit vielen Süßigkeiten, mit Fastfood und so weiter angefüttert wurden, die anderen Ratten mit gesunden, mit rattenspezifischen Nahrung. Und es war so, dass nachher tendenziell ganz klar sichtbar war, dass die Nachkommen jeweils zur jeglichen bzw. zur vorgegebenen Ernährung tendierten. Das hat ein bisschen was damit zu tun, auch mit Gehirnfunktion, weil es da Rezeptoren gibt, die entsprechend auf diese Nährstoffe reagieren. Somit ist natürlich auch ganz klar, stellen wir uns mal vor, wir haben jetzt eine Person X, die isst seit Kindheit an, weil eben die Eltern keinen großen Wert drauf legen, weil selber kein großes Interesse daran hat, was auch bei Kindern völlig normal ist, ist sehr stark industrialisiert, natürlich als abgepackte Fertigkost mit viel Konservierungsstoffen drin, mit viel Geschmacksverstärkern drin, trinkt natürlich gewisse Sprudelsorten, gewisse Getränke, wo mit Süßstoffen bzw. auch mit Geschmacksverstärkern versehen sind, und das macht das gute Kind, der heranwachsende 15, 20, 25 Jahre. Was wird wohl passieren? Wir haben natürlich Geschmacksnerven auf der Zunge, und diese Geschmacksnerven sagen natürlich dann in dem Moment, das ist angenehm, das finde ich gut. Wird ja auch speziell von der Industrie so gestaltet, dass man immer wieder das gleiche kauft, logischerweise. Die wollen natürlich auch unser Geld haben. So, und dann ist natürlich hier ganz klar vorprogrammiert, dass nur gewisse Dinge schmecken. Und diese gewisse Dinge, die da schmecken, sind in der Regel eben nicht besonders gesundheitsförderlich und auch nicht besonders gut für die gute Figur und auch nicht besonders gut letztendlich dann für einen vitalen und leistungsfähigen Körper. Diese Menschen neigen dazu, auch immer wieder gewisse Dinge zu greifen, anzugreifen, die natürlich nicht förderlich sind. Und diese Menschen tun sich auch sehr, 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 sehr schwer bei einer Ernährungsumstellung, weil natürlich dieser Geschmacksstofflevel, der ist sehr hoch. Das bedeutet natürlich, dass hier natürlich im Gehirn natürlich unter anderem auch Dopamine geprägt sind, einer gewissen Konzentration, was auch der Person natürlich wieder ein ganz starkes Flow-Gefühl, Glücksgefühl gibt. Essen ist tatsächlich ein ganz großes Glücksgefühl. Und wenn man natürlich immer in die gleiche Richtung tendiert, tun sich diese Personen tatsächlich schwer, eine Ernährung zu stellen. Und deswegen sind diese Personen, was Übergewicht anbetrifft, ganz klar gefährdet, weil sie eben auf diesen Teufelskreis nicht rauskommen. Deswegen ganz wichtig, wenn die Ernährung gestellt wird, dann sollte man das eben Step by Step machen. Man sollte hergehen und sollte auch nicht unbedingt alles verbieten, sich die Schokolade verbieten, auch sich eben Fastfood nicht ganz verbieten. Aber man sollte lernen, mit diesen Dingen umzugehen. Menschen, die zum Beispiel von ihren Eltern vorgelebt bekommen, sich gesund zu ernähren, die haben eine riesen Chance, weil sie es bei den Eltern kennen, weil die Mutter natürlich schon eben in der Schwangerschaft gesunde Sachen gegessen hat, haben eine viel größere Chance, eben diese gesunde Ernährung zu akzeptieren, ohne dass es Stress ist. Genau aus diesen Gründen ganz wichtig und natürlich auch eine Ansage an alle Eltern: Ihr müsst das vorleben. Ihr könnt von euren Kindern nicht verlangen, dass sie sich gesund ernähren, wenn ihr selber nicht als gutes Vorbild vorangeht. Deswegen ganz klar, Eltern, liebe Eltern, geht als gutes Vorbild voran. Und diejenigen, die eben schon über Jahre hinweg eben versaute Geschmacksnerven haben, die müssen eben daran arbeiten, Step by Step eben sich wieder umzuprogrammieren. Und das dauert seine Zeit, Ernährung schon 4, 6, 8, 10 Wochen. Dann wird auf einmal wieder ein Apfel interessant, dann wird auf einmal wieder eine Banane interessant, dann wird auf einmal wieder ein Vollkornbrot interessant. Garantiere ich euch mit 100%. Deswegen nicht aufgeben, geht ran, stellt um, und ihr werdet damit auch Erfolg haben. Wenn ihr keinen Erfolg damit habt, gibt es immer noch einen, der euch weiterhilft, und der heißt Mr. T und kommt aus Karlsruhe. Einfach in seinen Kanal reinschauen bei YouTube oder bei Facebook auf seine Fanseite, da bekommt ihr garantiert immer wieder Hilfe. Das war schon Andreas Trienbacher, Personal Trainer aus Karlsruhe.
deine Fitness, deine gesunde Ernährung, deine gesunde Geschmacksnerven, meine Aufgabe.